Klicke einmal anders. Aktivierung von Vorwissen per Texteingabe. Das klingt ja zuerst mal möglicherweise so, dass einige gedacht haben, na, da kann ich nichts mehr anfangen. Auf jeden Fall haben wir einen kleinen ausgewählten Teilnehmerkreis, wenn ich das richtig sehe. Das ist nicht besser oder schlechter als ein großer Teilnehmerkreis. Ich freue mich über jeden von Ihnen, der oder die hier ist. Also vielen Dank fürs Dasein und fürs Dabeisein und vielen Dank jetzt schon auch mal fürs Mitmachen. Das kommt aber gleich erst. So, worum geht's? Also ganz allgemein, der Rahmen ist, dass ich Ihnen eine Idee, ein mediendidaktisches Szenario vorstellen möchte, kurz herleiten möchte und dann vor allen Dingen auch demonstrieren möchte, in der Hoffnung, dass das für Sie irgendeine Art von Inspiration ist. Idealerweise in dem Sinne, dass Sie das dann auch tatsächlich selber einmal ausprobieren. Wenn Sie den Eindruck haben, das könnte für mich passen, für mein Fach, für meine Art zu lehren und so weiter. Im nicht so günstigen Fall kommen Sie zu dem Schluss, ja, das ist ja überhaupt nichts für mich, aber dann haben Sie zumindest im negativen Sinne ja auch was gelernt. Aber wie gesagt, meine Hoffnung ist ungebrochen, dass Sie da das vielleicht auch einfach mal ausprobieren oder vielleicht auch auf eine Idee kommen, wie Sie es so ähnlich, aber dann doch ein bisschen anders angehen könnten in Ihrer Lehre. So, und damit ich in meinem Vortrag vielleicht etwas besser auf die hier vorliegende Situation eingehen kann, würde ich vorab gerne von Ihnen wissen, das öffnet sich jetzt unten, zum einen, ob Sie schon mit Clicker-Systemen gearbeitet haben, mit den Antwortalternativen, die Sie da sehen. Ja, ich nutze sie, also Sie sehen es schon. Und andererseits, wenn Sie Clicker einsetzen, welches Eingabeformat Sie da nutzen. Das sind also auf der rechten Seite dann Mehrfachantworten möglich. Sie machen ja möglicherweise nicht immer dasselbe. Multiple Choice oder Single Choice, also anklicken, ankreuzen, dann Zahleneingabe, Texteingabe oder irgendetwas anderes. Was auch immer Sie da ankreuzen, wenn Sie das noch irgendwie spezifizieren möchten oder müssen, ein bisschen ausführen müssen, weil vielleicht die Antwortalternative nicht so gut auf das passt, was Sie eigentlich tun, dann können Sie das gerne im Chat noch stichwortartig vielleicht ein bisschen spezifizieren, dass wir da vielleicht im weiteren Verlauf des Webinars noch etwas gezielter darauf eingehen können. Ansonsten, genau, fühlt sich das jetzt? Wir haben schon mehr als 10, was für die rechte Frage natürlich in Ordnung ist, weil es mehr Antworten sind. Und es zeigt sich tatsächlich ein Muster. Genau, also links sehen wir jetzt, hoppala, für keinen ist das noch total neu, das ist auch erwartbar. Wer wird schon zu einem Webinar gehen, wo es um Klicker geht, wenn man davon noch gar nichts gehört hat? Das muss man ja auch ein bisschen einordnen können. Die meisten von Ihnen haben es zumindest mal versucht. Das ist ja die häufigste Antwort hier und das ist ja auch völlig gut so, auch gerade für dieses Thema. Diejenigen, die es eingesetzt haben, die meisten ja wie gesagt versuchsweise, benutzen tatsächlich Multiple Choice oder Zahlenangabe und nur einmal ist Texteingabe hier angegeben. Das wäre ja in dem Zusammenhang ganz besonders spannend, da vielleicht im weiteren Verlauf oder gleich oder jederzeit im Chat nochmal ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was für ein didaktisches Szenario dahinter steckt. Ne? Gut, ja, vielen Dank schon mal für die Beteiligung an dieser kleinen Umfrage. Das ging ja erwartbar schnell. Also die meisten von Ihnen haben es schon mal ausprobiert und das häufigste Eingabeformat ist tatsächlich Multiple Choice. Und das ist auch das deckt sich mit meiner Erfahrung tatsächlich auch und mit meinem Eindruck, dass eben das Ankreuzen von Antwortalternativen das am häufigsten verwendete, ich würde nicht sagen didaktisches Szenario, aber das ist, was an Eingabeformat also vorwiegend eingesetzt wird. Sei es, um zum Beispiel nach einem Lernblock oder nach einem Inhaltsblock im Rahmen einer Vorlesung den Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihren Wissensstand einzuschätzen, um vielleicht auch als Lehrperson einen Eindruck davon zu bekommen, wo man möglicherweise nochmal etwas wiederholen muss, weil offensichtlich die Studierenden das nicht so ganz verstanden haben oder noch schlimmer falsch verstanden haben, missverstanden haben. Oder eben so etwas elaboriertere Szenarien wie Peer Instruction, was ja auch gerade in den Naturwissenschaften ein sehr beliebtes Szenario ist. So oder so, meistens läuft es darauf hinaus, dass man
eine Frage stellt und die Studierenden aus mehreren Antwortalternativen eine oder mehrere auswählen. Insofern bin ich froh, dass Klicker einmal anders als Titel durchaus seine Berechtigung hat, denn einmal anders ist Texteingabe tatsächlich. Und zwar geht es folgendermaßen. Sie geben in Ihrem Browser, wo auch immer der sich jetzt befindet, auf Ihrem Smartphone, das wäre relativ typisch, wenn Sie das aus der Sicht eines Studierenden oder einer Studierenden einmal machen wollen, oder eben auch in einem beliebigen anderen Endgerät, sei das ein Tablet, PC oder Ihr Laptop, die URL, die Internetadresse respond.cc aufzurufen. Und dann wird noch ein bisschen gearbeitet, sagen wir mal, und eine Seite aufgerufen und geladen. Und dann werden Sie aufgefordert, eine Session-ID einzugeben. Ich hoffe, bei Ihnen funktioniert das dann auch so. Und Sie geben dann eben diese Session-ID ein, die Sie hier sehen, 864932. Oder wenn Sie dafür vorbereitet sind und eine entsprechende App installiert haben, können Sie auch den QR-Code einscannen auf der rechten Seite. Was Sie dann sehen und womit Sie dann arbeiten, das ist das System mClicker. Das ist jetzt also kein System, für das ich irgendwelche Aktien hätte. Das ist aber das System, was ich in dem Zusammenhang benutzt habe und auch nach wie vor benutze. Und das werden wir gleich sehen, eben auch ganz schön die Ergebnisse darstellt. Wenn Sie ein mobiles Endgerät benutzen, das hängt möglicherweise auch vom Betriebssystem ab, ob es iOS oder ob es Android ist, dann müssen Sie, nachdem Sie Text in das große Feld eingegeben haben, noch auf einen Bereich außerhalb dieses Textfeldes tippen, damit dann der Button zum Abschicken sichtbar wird. Das bestätigen Sie dann und dann müssen Sie noch einmal das, was Sie da geschrieben haben, abschicken. Zu berücksichtigen ist außerdem, möglicherweise sind Sie schon dabei, ich gucke mal parallel. Da kommt tatsächlich, also eine Antwort habe ich schon, immerhin. Also die Logik dieses Systems ist die, dass jedes einzelne Wort, jetzt kommt was, ja, sehr schön. Ich mache das auch gleich sichtbar für Sie, keine Sorge. Also alles, was durch Leerzeichen oder Kommata oder so getrennt ist, als eigener Begriff dann gewertet wird. Also wenn Sie eine Phrase eingeben, die aus mehreren Wörtern besteht, dann wird das gleich in der Visualisierung, das werden Sie gleich vermutlich auch sehen, getrennt voneinander. Das wird also auseinandergerissen. Das muss man, wenn man das einsetzt, berücksichtigen. Und genau, wir schauen uns mal an, wie das aussieht. Pardon, jetzt muss ich die Freigabe. Jetzt mache ich mal zeige ich Ihnen mal meinen Bildschirm. Und da müssten Sie jetzt sehen, so, Sie sehen also, wie zum Beispiel der Begriff Peer Instruction hier auseinandergenommen wurde. Man kann das natürlich dann in der Regel immer noch nachvollziehen, was jetzt wo mal zusammengehört hat. Sie können auch gerne, ich lasse das jetzt hier nochmal kurz stehen oder eine kleine Weile auch nochmal stehen und lasse es sichtbar, dass Sie auch mal schauen können, was passiert, wenn Sie noch weitere Begriffe eingeben. Soweit funktioniert das ja ganz wunderbar. Alle paar Sekunden ruft also dieses System diese Word Cloud neu auf, beziehungsweise erzeugt sie neu. Und diese Word Cloud hat eben die Eigenschaft, wie solche Clouds das eben haben, dass Begriffe umso größer dargestellt werden, je häufiger sie vorkommen in dieser Textmenge, also in dem Fall eben je häufiger sie eingegeben werden von den Studierenden oder in dem Fall jetzt von Ihnen. Wenn Sie jetzt also ganz oft noch Spaß irgendwie eingeben und schreiben das auch immer schön mit SZ und so wie hier das eben auch steht, dann wird der Begriff Spaß auch immer größer. Was jetzt keine Aufforderung sein soll, das zu tun. Ich wollte es nur als Beispiel nehmen. So, und jetzt sieht man hier zum Beispiel schon sehr schön, dass Aktivierung, es mag natürlich jetzt sein, dass einzelne Personen von Ihnen jetzt besonders oft Aktivierung eingegeben haben, aber so oder so, dieser Begriff Aktivierung nimmt also bei Ihren Assoziationen
im Zusammenhang mit Audience Response Systemen. Sie haben ja, die sich beteiligen, haben ja schon gemerkt, es geht um die Frage, was assoziieren Sie, welche Begriffe fallen Ihnen zum Thema Audience Response Systeme ein? Also falls jemand aus technischen Gründen nicht teilnehmen konnte, das ist die Frage, auf die jetzt hier die Antworten visualisiert werden. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Das kommt jetzt noch zum Vorteil der Anonymität dazu. Und ja, jetzt kann man natürlich in der Lehre das machen, was ich jetzt hier zum Beispiel auch machen kann, dass man das kommentiert, ne? Dass man das also, dass man sich ein Bild macht ne? Und zu solchen Schlussfolgerungen vielleicht kommt, wie, naja, Aktivierung ist also etwas, was Ihnen einfällt. Ne? Und da kann man das aufnehmen und kann zum Thema Aktivierung was sagen. Ne? Man kann auch zum Beispiel sehen, dass Aktivierung so als relativ abstraktes Konzept so etwas gegenübersteht wie Ars Nova oder Ars Nova, wie auch immer man das ausspricht, was natürlich ein sehr konkretes technisches System ist. Und das hat natürlich alles eine Berechtigung bei solchen Assoziationsfragen. Ne? Wenn man sagt, was fällt Ihnen ein zu Punkt, 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 da gibt es, wie gesagt, kein richtig oder falsch. Und es ist also sehr niedrigschwellig auch, sagen wir mal, von der, also von. Was die Frage angeht, ja, ich traue mich nicht und so weiter. Also da gibt es eigentlich kaum irgendwelche Ausreden. Also der einzige Grund, der schon mal dagegen spricht, ist, dass es irgendwelche technischen Probleme gibt. Das ist natürlich bei solchen webbasierten Systemen immer das Risiko. Ebenso wie bei solchen Webinaren, die wir hier gerade machen. Wir sehen auch große Gruppen hier mit Camel Case geschrieben, also mit dem Anfangsbuchstaben G groß geschrieben und Gruppen eben auch mit einem großen G ist eben eine probate Möglichkeit, Phrasen einzugeben, die aus mehreren Wörtern bestehen, die dann eben auch so zusammenbleiben, indem man einfach das Leerzeichen weglässt. Das muss man halt von Fall zu Fall abhängig machen, ja, wie die Randbedingungen sind, wie das Thema gerade ist, und wie leicht das möglich ist, das zu tun, oder inwieweit das auch total akzeptabel ist. Vielleicht zum praktischen Einsatz noch an der Stelle. Als erstes, also bevor ich jetzt so etwas ernsthaft das erste Mal mache in der Vorlesung, stelle ich auch nochmal die Frage, wo kommen Sie her, aus welcher Stadt? Wenn man davon ausgehen kann, dass Sie jetzt nicht alle aus Osnabrück oder Hildesheim oder wo auch immer kommen oder Göttingen, wo man auch gerade seine Veranstaltung hält, dann ist das eine ganz nette Auflockerung, hat natürlich didaktisch jetzt noch nicht wirklich, sagen wir mal, etwas, was dahinter steht und man verfolgt da kein didaktisches Ziel, aber das ist ja halt eine ganz gute Möglichkeit oder irgendeine andere unverfängliche Frage, überhaupt erstmal dieses Szenario technisch und vom Machen her einzuüben, ne, damit die Studierenden da auch vom Verfahren her so ein bisschen einen Einstieg bekommen. Und solange es eben noch nicht so sehr darauf ankommt, kann man natürlich auch mit so einer unverfänglichen Frage vorab solche Faktoren wie Auseinanderschreiben, Zusammenschreiben, Leerzeichen und so weiter thematisieren und akzeptieren, wenn das vielleicht später problematischer sein sollte. Ne? Dann kann man das vorab schon mal abfangen. Die Leute können es schon mal ohne Schaden falsch machen, wie auch immer da die Instruktionen sind. So, und wie gesagt, man kann jetzt diese Clouds eben benutzen, um vielleicht auch direkt nachdem sie entstanden sind, also wie jetzt eben auch im Fall dieses Webinars, darauf einzugehen und sich ein Bild zu machen. Das ist, finde ich, eigentlich eine relativ magische Methode. Sagen wir mal, das kollektive mentale Modell zu bestimmten Themen abzufragen von den Studierenden. Das ist natürlich immer mit einer gewissen Unsauberkeit behaftet. Die Leute ja, reden miteinander und sind jetzt vielleicht nicht vorbereitet auf diese Frage, zumindest nicht bei der ersten Frage. Und man fragt natürlich auch nur so ganz lose die Assoziationen ab. Man verlangt von den Studierenden ja keine Concept Maps oder irgendwelche anderen elaborierteren Dinge ab. Das soll es auch aus meiner Sicht gar nicht sein, sondern die sollen ganz frei von der Leber weg Begriffe reinschreiben. Wir sehen jetzt ja auch hier, da kommt sowas wie Versuch macht klug, kann ich jetzt, glaube ich, rekonstruieren gerade. Oder Karotte, warum auch immer. Sowas hat man natürlich auch immer dabei. Oder Leute, die dann Hey schreiben oder YOLO oder irgendwie sowas.
Das ist einfach so, da muss man mit rechnen, da darf man sich nicht nervös machen von. Aber abgesehen von solchen kleinen Unsauberkeiten, über die Karotte müssen wir natürlich noch reden, ist das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, sozusagen in die Köpfe der kollektiven Studierendenschaft da zu schauen, wie sie einem da gegenüber sitzt. Und eben etwas, was man mit keiner anderen mir bekannten Methode in dem Maße so gut abfragen und visualisieren kann. Dazu kommt natürlich, dass solche Word Clouds auch eine Darstellungsform sind, die den Studierenden geläufig ist. Und ja, über die Präsenzsituation hinaus kann man natürlich das auch nutzen, man kann es auch abspeichern als Grafik dann natürlich. Und dann, was weiß ich, im Lernmanagementsystem hochladen oder zu verschiedenen, ja, an verschiedenen Stellen in dem weiteren Verlauf, wenn es jetzt um die Lerneinheit geht, also wenn es jetzt darum geht, in den nächsten 2, 3 Terminen was über Audience-Response-Systeme zu vermitteln, dann könnte man das immer wieder hervorholen. Man könnte das in seine Folien einbauen und immer mal wieder ja, zurückgreifen auf das, was die Studierenden eben zu Beginn dieses Themas, wenn sie einfach ja, eben noch nichts vermittelt bekommen haben, sondern wenn das ganz unbeeinflusst von irgendwelchen Wissensinhalten aus ihnen raussprudelt, gesagt haben. Darauf kann man immer wieder zurückgreifen und Bezüge herstellen. Man kann sagen, wenn es um, ja, in meinem Beispiel zum Beispiel, um das Thema Wahrnehmung geht, dann ja, kann man bestimmte Begriffe, die dann genannt wurden, einfach dann auch besser einordnen. Ne? Sagen, ja, an dieser Stelle kommt das Thema Aufmerksamkeit irgendwie zum Tragen, ne? Was Sie ja schon ganz zu Anfang genannt haben. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, das einzusetzen im weiteren Verlauf. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was bei den Studierenden deswegen gut ankommt, weil es eben auch ihre Sicht und ihre individuelle Assoziationswelt sozusagen aufnimmt, ernst nimmt und verwendet, anstatt einfach zu sagen und herzugehen und zu sagen, hallo, ich bin hier derjenige, der alles weiß und jetzt hört mir mal gut zu, ne, sondern dass man so, ich möchte fast sagen, zen-mäßig das aufnimmt und mitnimmt, was die Studierenden mitbringen und dadurch eben ja auch sich bemüht, an das anzuknüpfen, was die Studierenden an Assoziationen schon mitbringen. Ich bin überzeugt, ich habe es jetzt nicht, also im Sinne von Lernwirksamkeit, nicht wirklich experimentell überprüft, aber ich bin sicher, dass das dazu beiträgt, dass das, was man da vermittelt, dann auch besser hängen bleibt. So, ja, was gibt es sonst noch hier zu sagen? Offene, aber es ist nicht so richtig, offene Aktivität, offene Spielerei, Feedback, Hörsaal, Peer Instruction hatten wir gerade, glaube ich, schon mal. Ne? Genau. Das sind dann also die Dinge, die Ihnen einfallen. Und so sieht das dann jetzt aus. Und das wäre sozusagen der Demonstrationsteil. Mal schauen, wie ich wieder zurückkomme. Komme ich wieder zurück? Ich beende jetzt mal die Freigabe. Sie haben sich einen Eindruck gemacht. Genau, so, das wäre jetzt sozusagen die Alternative gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. So sieht es aus. Aber das haben Sie jetzt alle gesehen, so oder so ähnlich. Das hat ja geklappt. Das ist zum Beispiel das, was dann passiert, wenn man die Studierenden bittet, zu assoziieren zum Thema Wahrnehmung, also völlig unvoreingenommen. Was man natürlich damit auch erreichen kann, ist dann zum Beispiel, also was passieren kann, ist, dass Studierende Begriffe nennen, die man jetzt nicht wirklich behandelt, dann im weiteren Verlauf der Vorlesung, weil das einfach nicht zum Kanon gehört oder wie auch immer. Aber auch das ist ja nicht schlimm sozusagen. Man kann sich dann als Lehrperson auch davon inspirieren lassen und sich überlegen, naja, das ist ja schon zum zweiten Mal passiert, dass die Leute das und das und das sagen. Das ist also möglicherweise etwas, was sie beschäftigt oder was sie interessiert. Das kann man natürlich auch fragen und rückkoppeln und dann gegebenenfalls dann eben doch noch behandeln, auch wenn man es eigentlich gar nicht vorgehabt hatte. Ne? Aber man sieht hier auch, dass dann solche Sachen wie yeah, ne? Oder Test oder Moin dann eben gepostet werden. Das können sich viele einfach nicht verkneifen. Und wie gesagt, damit muss man einfach leben. Das muss man akzeptieren und darf das nicht so eng sehen.
So, jetzt ist ja im Prinzip das schon durch, was ich Ihnen zeigen und vermitteln wollte. Also es sollte jetzt auch keine großartige mediendidaktische theoretische Abhandlung sein, nur eben eine kurze Herleitung einerseits und andererseits und vor allen Dingen eine Demonstration dessen, was da passiert. Beziehungsweise ich kann nochmal zurück zur Freigabe gehen. Wenn Sie das nochmal freigeben, dann kann ich Ihnen nochmal kurz zeigen, wie das im Backend aussieht. Sie haben jetzt ja die ganze Zeit diese Cloud gesehen, was, wie ich finde, die gehaltvollste Art der Visualisierung ist. Man sieht hier, ich hoffe, Sie sehen das, müsste eigentlich klappen, das Backend, wie es ansonsten aussieht. Man hat eben auch die Möglichkeit, also hier werden alle Antworten angezeigt. Man hat auch andere Möglichkeiten der Visualisierung, die für bestimmte Zwecke geeignet sind, für bestimmte andere möglicherweise nicht so. Also man kann auch, mal kurz gucken, ob ich hier wieder hinkomme ohne. Man hat zum Beispiel auch hier die Möglichkeit, das in Form von Notizzetteln sich anzusehen. Da sieht man also, da hat also jemand getrickst hier und mehrmals Zeitfaktor eingegeben, um es groß zu machen. Karotte ist so mehr. Steht so alleine da in der Gegend rum. Und man sieht also, welche, man sieht nicht von wem, aber man sieht eben, welche Begriffe gemeinsam pro Abschickvorgang dann eben eingegeben worden sind. Das kann für andere Szenarien, für andere didaktische Szenarien sinnvoll sein. In diesem Webinar geht es aber, wie gesagt, vor allen Dingen um das Aktivieren und das Visualisieren und Rückkoppeln letztendlich auch von Vorwissen und von Assoziationsclouds. Nur, dass Sie es mal gesehen haben und naja, verschiedene andere Visualisierungen, wo ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen möchte. Grundsätzlich ist mClicker, dafür, wie gesagt, möchte ich jetzt nicht vordergründig Werbung machen, aber nur, dass Sie etwas haben, mit dem Sie es dann auch tatsächlich ausprobieren können und mit dem das auch, soweit ich das beurteilen kann, ganz gut funktioniert. Das ist eben mQLICKER. Es gibt ja so viele webbasierte Audience-Response-Systeme, dass mittlerweile die Namensräume schon klein werden und da muss man sich was überlegen. Das ist teilweise nicht leicht, sich das dann alles zu merken. mClicker mit Q geschrieben ist dann eben dieses Tool, wo man sich dann eben also in verschiedenen Kategorien dann eben Fragen anlegen kann und für jede Frage dann verschiedene sogenannte Sessions dann anlegen kann, in denen man dann halt diese Frage präsentiert, sodass man die Antworten, wenn man das denn möchte, nicht löschen muss, um dieselbe Frage nochmal zu stellen. Und ja, dann hat man eben die Möglichkeit, wie man die an anderer Stelle auch hat, dann eben eine Frage zu formulieren und dann eben das Antwortformat zu spezifizieren. Und in diesem Fall ist das eben Text Entry. Und das ist dann eben die Frage. Man kann das dann aktivieren mit diesen Elementen hier oben. Also relativ leicht zu bedienen und es erschließt sich einem relativ leicht und relativ schnell, wie man das zu bedienen hat. Es gibt dann noch bestimmte Komfortfunktionen, irgendwelche Question Banks, also irgendwelche Pools von Fragen, aus denen man sich bedienen kann. Jetzt mal ein bisschen weg, haben wir ein bisschen mehr Platz hier. Ob man mehrmals antworten kann oder nur einmal antworten kann, das ist natürlich für dieses Szenario sinnvoll oder eigentlich ist nur sinnvoll, dass man da mehrmals was eingeben kann. Man muss natürlich ein bisschen auf die Instruktionen achten, dass man das dann auch erwähnt, ne, dass die Studierenden also, wenn ihnen noch was einfällt, obwohl sie es schon abgeschickt haben, dann gerne nochmal sich beteiligen können. Das ist ja auch für diesen Zweck völlig egal, ob jetzt derselbe Begriff, von derselben Person kommt oder ob das irgendwie nachgehalten wird. Es geht ja nur darum, dass die Begriffe sprudeln und dass die hier reingegeben werden in das System. Und dann hat man eben den Session Key, man hat hier den QR-Code, falls das die bevorzugte Methode ist, mit der die Studierenden URLs aufrufen. Ansonsten ist respond.cc und dann die Eingabe einer sechsstelligen Zahl auch jetzt nicht besonders kompliziert. Und ja, wenn man dann fertig ist, kann man pausieren, man kann stoppen, man kann es auch wieder neu starten, man kann die Antworten löschen, also alles, was man aus solchen webbasierten Clicker-Systemen sonst auch kennt. Warum ich dieses System benutze, ist eben einerseits, weil es ein System ist, was diese Word Cloud beherrscht und andererseits also als Visualisierungsform und andererseits, weil aus meiner Sicht das auch relativ ansprechend gestaltet ist vom Design. Da gibt es also andere Lösungen, die nicht so
schön aussehen. Und wenn man mehrere Alternativen hat, die technisch ansonsten gleich funktionieren, dann ist es sicherlich eine gute Sache, sich für das zu entscheiden, was dann eben auch besser aussieht. Eine Sache habe ich gerade noch vergessen zu erwähnen. Man muss sich natürlich auch gut überlegen, ob man, so wie ich das jetzt gemacht habe, noch während die Umfrage läuft, die Ergebnisse visualisiert oder nicht. Ich mache es nicht bei dem Szenario, das ich jetzt beschrieben habe, weil es mir wichtig ist, dass die Studierenden ja unbeeinflusst von den Antworten der anderen Studierenden, der jeweils anderen Studierenden, ihre individuellen Assoziationen da reinschreiben. Ne, sobald hier einer Aktivierung schreibt und ein anderer ist bislang noch nicht auf die Idee gekommen, sieht das dann und denkt sich, ah ja, Aktivierung schreibe ich auch. Ne? Oder eben, ach, das hat schon jemand geschrieben, ich schreibe, da muss ich es ja nicht nochmal schreiben. Das ist natürlich eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders, sondern wenn Leute das unabhängig voneinander mehrmals nennen, einen Begriff, dann hat das ja eine Bedeutung in diesem Zusammenhang und dann ist es ja richtig, dass sie das unabhängig voneinander mehrfach tun, sodass dann eben das sich in der Visualisierung der Word Cloud dann auch wieder niederschlägt. In anderen Zusammenhängen mag das ganz nett sein, so wie jetzt hier, wo es nur zur Demonstration dient, das zu visualisieren, während das so im Entstehen ist. Das ist eigentlich auch ein ganz netter Effekt, aber man muss sich eben gut überlegen, ob man das wirklich so machen möchte oder ob das dem didaktischen Ziel nicht vielleicht zuwiderläuft. Das vielleicht noch so ein bisschen hinter die Kulissen dieses Systems kann ich in dem Sinne ansonsten empfehlen. Und dann wären wir an der Stelle, wo ich eigentlich alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Es sei denn, ich habe noch was vergessen. Und Sie die Gelegenheit haben, noch Fragen zu stellen. Wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie diese im Chat. Gerne auch stichwortartig. Ich mache mir da schon einen Reim drauf. Ich warte kurz ab, ob Sie eine Frage haben. Lassen Sie sich Zeit, wenn Ihnen irgendwas auf der Seele liegt oder irgendeine Anmerkung dazu. Jetzt wird es erstmal nur darum gehen, vor allen Dingen die Verständnisfragen oder ne, ob Sie irgendwas richtig verstanden haben. Ich habe da gleich eine Frage, Frank. Und zwar, Bitte. wie zuverlässig ist das System? Also ist das wirklich, also ist es tatsächlich, wenn man es nur einmal nennt, der Begriff dann auch klein? Ich hatte jetzt vorhin das Gefühl, dass auch ein Begriff, der nur einmal genannt wurde, ein bisschen größer dargestellt wurde. Ist es zuverlässig? Also, soweit ich das bislang beurteilen kann, ja. Das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Ich habe es jetzt nicht systematisch, also ich habe schon einmal systematisch, nein, nicht systematisch, aber ich habe es schon abgeglichen und auch ausprobiert, ob das dann auch wirklich so funktioniert. Und soweit ich das beurteilen kann, ist es auch tatsächlich so. Aber wir können möglicherweise im Nachgang nochmal checken, ob das in diesem Fall auch so hingehauen hat. Ansonsten ist natürlich das mit der Zuverlässigkeit immer so eine Sache. Das letzte Mal, als ich es probiert habe, im Einsatz, da hat es auch wiederum nicht funktioniert. Da war der Server irgendwie down. Das kann natürlich immer mal passieren. Oder das ist nicht kompatibel mit dem Android-System, was vereinzelt dann die Studierenden auf ihrem Smartphone haben. Das ist natürlich bei solchen Bring-Your-Own-Device-Szenarien immer ein Risiko, das man eingeht. Das muss man sich schon bewusst sein. So. Jetzt hat Markus hier eine Frage geschrieben. Gamification, IS, Kahoot, ja genau. Genau, Kahoot ist ein gutes Beispiel, danke Markus, denn das ist tatsächlich das, was ich in diesem Semester vorrangig im Zusammenhang mit Audience Response System eingesetzt habe. Der Kollege Morisse, der ist jetzt aber heute nicht dabei, außer es ist Gast 789. Der Kollege Morisse, auch an der Hochschule Osnabrück, von dem habe ich mir das abgeschaut. Ich hatte das irgendwie mitbekommen, dass er das einsetzt, habe mir das angeschaut und ja, war auch die ganze Zeit, eigentlich das ganze Semester über skeptisch, ob das so das Richtige ist, weil das sich natürlich, also gerade jetzt konkret Kahoot, offensichtlich eher an Schulkinder wendet und entsprechend verspielt und grob, klötzig und bunt und einfach und so weiter ist und kurz. Und
Habe das aber trotzdem mal durchgezogen, ein Semester lang. Und ja, abgesehen davon, dass man da immer so ein bisschen ja, nicht so die Freiheiten hat, die man vielleicht braucht, um gute Multiple-Choice-Fragen zu stellen, weil die Textmenge ja auch immer begrenzt ist, sowohl bei der Frage als auch bei den Antwortmöglichkeiten. Abgesehen davon hatte ich eben auch das Bedenken, dass die Studierenden das irgendwie zu kindisch finden, ne? Oder sagen, was ist das hier für ein alberner Kram? Da will einer cool sein oder da will einer mal irgendwie unter Technik willen irgendwelche Techniken einsetzen. Deswegen habe ich die Studierenden auch am Ende des Semesters gefragt. Das war jetzt, naja, eine Frage im Rahmen der Vorlesung. Das war jetzt eine Gruppe von irgendwie 20, 25 Studierenden, von denen natürlich auch nicht immer alle da waren. Insofern relativ überschaubar und es haben sich natürlich dann auch wiederum nur 5 Leute an der Diskussion beteiligt, aber immerhin kam dann daraus, dass eigentlich, und ich hatte den Eindruck, dass die schweigende Mehrheit da eigentlich keinen Widerspruch in sich trägt, also die haben es relativ nickend, zustimmend und murmelnd bestätigt, oder zumindest nicht widersprochen. Da war die Einschätzung, dass das gerade dadurch, dass das so eine spielerische Komponente hatte, eben stärker motiviert zur Teilnahme, dass man eben eher auch dabei ist und das mehr Spaß macht und dass das eigentlich nicht davon ablenkt, von der Funktion, die das für die Studierenden hat, nämlich doch so ein bisschen einschätzen zu können, habe ich es jetzt begriffen, habe ich es jetzt verstanden oder muss ich mir das vielleicht nochmal anschauen, zu dem, also worum es jetzt jeweils ging. Also insofern nehmen die das in dem Sinne schon ernst, dass sie da das nutzen, um ihren Wissensstand abzuprüfen und abzuchecken und sich selbst ein bisschen ja, einzuordnen ja, sich selbst auf den Zahn zu fühlen, sage ich mal. Und das Spielerische drumherum lenkt, also zumindest aus Sicht meiner Studierenden in meiner Vorlesung, nicht ab, sondern ja, motiviert und bringt eben diesen Spaßfaktor noch dazu. Ist natürlich jetzt auch nicht so, dass die da wahnsinnig eifrig irgendwie dabei sind und unbedingt immer den ersten Platz machen wollen. Also wer Kahoot nicht kennt, das ist eben mit dem Wettbewerbsaspekt dabei. Man kann da Punkte machen dadurch, dass man richtig und schnell antwortet und man hat dann nachher einen Sieger, der dann auch per Nickname zumindest dann auch dargestellt wird. Und ja, das hat so diesen Gamification-Aspekt ne, und diesen motivatorischen, motivationspsychologischen Aspekt, dass die Leute dann eben möglicherweise auch wegen dieses Wettbewerbscharakters möglichst gut abschneiden wollen. Und das ist jetzt allerdings nichts, meinem Eindruck nach, was die Leute so wahnsinnig bierernst nehmen, ne, sodass die Leute, also es ist nicht so, dass die jetzt ganz verbissen versuchen, da jedes Mal auf dem Siegertreppchen zu stehen, sondern diesen Effekt nimmt man so mit. Und freut sich, dass das einen motiviert. Und ansonsten geht es doch hauptsächlich darum, mit Spaß zwar, aber schon letztendlich diese Fragen zu beantworten und zu schauen, wo stehe ich denn da? Ja. Ja, also nochmal auf das, was Markus da jetzt nochmal im Nachklapp schreibt, das mit dem, genau, das muss man, wer Kahoot nicht kennt, noch dazu sagen, dass die Fragen sind zeitbeschränkt. Allerdings kann man da natürlich auch wählen, wie viel Zeit die Leute haben. Ne? Also man kann den Zeitdruck ja, mehr oder weniger hoch machen, indem man entweder 10 Sekunden oder eben auch 120 Sekunden einstellt. Und ich habe, ja, ich finde das eigentlich ganz praktisch mit dieser Zeitbeschränkung, weil also es kommt immer mal wieder vor, meinem Eindruck nach, dass dann die Letzten dann ja vielleicht schon eben so auf Verdacht irgendwo drauf tippen. Aber dann haben sie ja eben auch gemerkt, dass sie es offensichtlich nicht so wirklich aus der Pistole heraus wissen. Und dann haben sie auf einer metakognitiven Ebene ja dann wiederum doch noch was gelernt. Und wer das eben doch aus der Pistole geschossen beantworten kann, der hat es dann eben auch gelernt. Meistens habe ich 30 Sekunden eingestellt oder 20 Sekunden und das reicht, je nachdem, um was für eine Art von Frage es sich handelt, eigentlich aus in den meisten Fällen, um das dann auch geordnet von den Gedanken her zu beantworten. Genau, ich habe ein Plus One von Frau Albrecht, wunderbar. Genau. Die Frage, was spricht für mClicker im Vergleich zu anderen Audience Response Systemen? Ich habe jetzt also nicht alle Audience Response Systeme, die es so gibt, systematisch durchgeklappert und auf Vollständigkeit geachtet.
was diese Liste angeht, sondern ich hab dann geguckt. Also ich glaube, bei Mentimeter habe ich die Möglichkeit gefunden, Word Clouds als Visualisierungsformat zu wählen. Und das war aber zumindest zu dem Zeitpunkt nicht besonders schick gelöst, optisch. Und habe dann weitergesucht, so lange, bis ich was gefunden habe, was ein bisschen besser aussieht. Und das ist mClicker und weiter habe ich nicht gesucht. Also das klassische Satisficing. Und da mag es andere geben. Aber der Grund, wie gesagt, dass mClicker diese Möglichkeit überhaupt bietet und dass es dann darüber hinaus noch, wie ich finde, ganz gut aussieht, ja, das ist eben der Grund für mich, mClicker für dieses Szenario einzusetzen. Ich muss dazu sagen, ich habe davor auch für, also wie gesagt, Kahoot eingesetzt, weil, naja, also für Gamification und solche Geschichten ist Kahoot eben gut und mClicker nicht. Und für diese Word Clouds ist mClicker gut und Kahoot kann das schlichtweg nicht. Und für andere Szenarien habe ich durchaus auch die Turning Point Hardware-Lösung eingesetzt, weil die eben technisch ganz sehr zuverlässig ist, ne? Also für jeden, also man muss jetzt nicht sein Herz an ein System heften, für immer da, sondern man muss natürlich auch letztendlich gucken, für welchen Einsatzzweck welches System. Und das sollte man natürlich im Rahmen einer Veranstaltung nicht zu sehr und zu oft mischen wahrscheinlich, aber das würde ich immer vom Einsatzzweck abhängig machen, welches System wofür gut ist. Bitteschön. Letzte Frage vielleicht noch, und bevor wir jetzt nochmal zu weiteren Ideen kommen, eine Folie habe ich nämlich noch, ob die Begriffe auch geclustert werden. Da müsste ich allerdings nachfragen, was mit geclustert genau gemeint ist. Vielleicht können Sie das nochmal kurz spezifizieren. Das kann jetzt ja, also wonach clustert man, also bei in anderen Zusammenhängen. Ist mir nicht bekannt. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten zu clustern. Einerseits, dass man manuell die Möglichkeit hat, die Begriffe, so wie bei Affinitätsdiagrammen oder sowas, zu Gruppen zusammenzufassen. Weiß ich nicht, ob mClicker das macht. Die andere Möglichkeit grundsätzlich wäre ja, dass das irgendwie automatisch passiert. Das ist meines Wissens aber auch nicht keine Funktion von mClicker. Es waren ja vorhin diese Karten auch, die könnte man ja wahrscheinlich auch ein bisschen zusammenschieben, ne, und zu Gruppen zusammenfassen. Ja, ja, weiß ich nicht. Also man kann die Antworten natürlich alle sich herunterladen und dann mit irgendwelchen anderen Systemen noch weiterverarbeiten. Genau, also das wäre, wenn ich das jetzt richtig verstehe, so die klassische Kartenabfrage, ne? Wenn man jetzt die einzelnen Begriffe auf einzelne Karten schreibt oder schreiben lässt, dann kann man das an der Pinnwand natürlich dann noch ja, selber oder eben durch Zuruf oder durch Konsensverfahren oder wie auch immer dann eben noch zu Gruppen zusammenfassen. Das könnte man mit diesen Karten möglicherweise machen, ne? Aber da, ja, also wenn man da eine gut funktionierende Lösung hat, wäre dann auch überhaupt zu fragen, ob man da ein elektronisches Pendant braucht, worin da der Mehrwert liegt. Wenn man sowas macht, würde ich jetzt auch nicht unbedingt im Klicker, weiß ich nicht. Also es gibt auch andere Systeme, mit denen man so ein Brainstorming oder so eine Kartenabfrage elektronisch durchführen kann. Da wäre vielleicht ein Audience-Response-System vielleicht gar nicht unbedingt das System der Wahl. Vielleicht noch eine letzte Frage an Sie. Nämlich, ist Ihnen was eingefallen? Wir sind ja jetzt mit der letzten Frage im Prinzip schon so ein bisschen in diese Richtung gegangen, gedanklich. Offensichtlich ist da jetzt so ein bisschen die Idee entstanden, man könnte ja auch möglicherweise Kartenabfragen machen und gemeinsam irgendwie das auch als Grundlage für eine Weiterverarbeitung im Sinne von Clusterung dann eben verwenden. Wie gesagt, da wäre mein Eindruck, dass es sich lohnt, vielleicht nochmal über den Rand von Audience Response System hinauszuschauen, irgendwelche Groupware-Systeme oder so, mit denen man standortverteilte Kartenabfragen machen kann. Birgit bringt jetzt das Thema Brainstorming zur Sprache.
Das ist ein komisches Format jetzt. Normalerweise würde man jetzt auch an dieser Stelle miteinander reden. Das ist jetzt einfach nicht vorgesehen beim Webinar, deswegen sage ich jetzt einfach mal was dazu. Absolut natürlich, dass man brainstormen kann. Er hat ja im Prinzip, ist ja im Prinzip ein ähnlicher kognitiver Vorgang, das Brainstorming im Vergleich zu dem, was ich jetzt hier als didaktisches Szenario beschrieben habe. Die Leute sollen einfach raushauen, was ihnen einfällt, ne? Möglichst ungefiltert und möglichst ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt wohl richtig ist oder nicht. Gerade fürs Brainstorming, man sagt ja dem Brand, also man liest ja immer wieder, dass Brainstorming eigentlich gar nicht so gut ist, wie oftmals behauptet, weil eben gerade diejenigen sich zurückhalten, die befürchten, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Wenn das so stimmt, dann wäre ja auch dieses Szenario eine Möglichkeit, das noch ein bisschen, also die Hürde noch ein bisschen zu senken, weil man ja gar nicht sehen kann, welche Idee von wem ist, ne? Da kann man einfach anonym einen Begriff in die Runde schmeißen und mal schauen, ob der bei den anderen verfängt, ob der überlebt oder ob das dann einer von den vielen Begriffen und Ideen ist, die dann nicht weiterverwendet werden. Also wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, das auch mal im Zusammenhang mit Brainstorming zu verwenden, würde ich sagen. Markus bringt jetzt die Idee, in Gruppen zunächst diskutieren zu lassen und dann die Gruppenergebnisse abstimmen zu lassen. Das wäre möglicherweise ein anderes, also das ist sicherlich ein anderes Szenario. Das ist ja in anderen Zusammenhängen auch ein probates Mittel, an Gruppen jeweils nur ein Gerät zu verteilen oder ein Votum oder eine Stimme zu verteilen. Das kann natürlich hier auch sinnvoll sein bei Texteingabe. Ja, genau. Da wäre möglicherweise, also wann immer sozusagen das Ergebnis der Gruppe sich in Textform darstellen lässt, wäre grundsätzlich Texteingabe, vielleicht dann mit einer anderen Visualisierung die Möglichkeit, das dann ja, ins Plenum zurückzugeben. Dann wäre möglicherweise diese Kartenvisualisierung eine bessere Alternative als, als diese Word Cloud, ne? Genau, Einstieg ins Thema, vielleicht als letztes Stichwort vielleicht noch kurz. Genau, so ist es ja eigentlich auch gedacht, ne? Also man darf jetzt auch nicht. Also ich verwende jetzt diese Word Clouds jetzt auch nicht so systematisch, wie man das vielleicht nach diesem Vortrag denken könnte, sondern es geht eben auch viel darum, dass die Leute überhaupt sich bewusst werden, welche Assoziation habe ich zu einem Thema, damit das bei jedem Einzelnen individuell einfach schon so ein bisschen vorgewärmt wird, was auch immer die Assoziationen der individuell sind. Insofern ist es ja auch ein Einstieg in das Thema. Genau. Genau, also Markus, genau, argumentiert nochmal gegen die Karotte. ja gut, wie gesagt, da muss man auch ein bisschen entspannt an die Sache herangehen und solche Dinge auf sich zukommen lassen. Und solange das nicht wirklich sittenwidrig ist oder sonst irgendwie verwerflich, ist es ja, muss man darüber einfach lächelnd hinwegsehen. Ja.